Servus, Servus Leute. zurück. Willkommen zurück zu Whistleblower. Mit einer guten Frage, wann man das nächste Part, das Kapitel beginnt. Hab schon vergessen, was im letzten Part passiert ist. Hab vergessen, was im letzten Part passiert ist. Ich bin die Ventilation, den Lüftungsschacht runtergefallen. Stimmt. Wo ist das nächste? In einem Labor, in einem laborähnlichen Raum. Nein, da waren wir schon. Achso, bei dem roten Leuchten, okay. Wow. Was war das? Alter, meine Batterieanzeige. Das ist ja ätzend. Ich glaube nicht, dass diese so flimmern sollte. Das habe ich ja nie so. Habe ich schon wieder einen Bug gefunden. Wäre ja nichts Neues. Merkt ihr, wenn Viereck steht, kannst du diese Tür öffnen. Wenn es da nicht steht, ist sie zugesperrt. Batterie irgendwo? Nein. Hey, Kannibale, zeigt sich. Das war nicht der Kannibale. So, aber einer, der wo da rausgerannt ist, da war eine Batterie ist. War Alter, habe ich gerade einen Herzinfarkt das bekommen. aber die Tür, die du öffnen wolltest? Ja. Jetzt Geil. geht die nämlich nicht mehr auf. Geil. Ich lasse sogar der Raum, wo das Dokument liegt. Und mein Herz macht gerade Das so ist ein ja paar schon. Faxen. Du bist doch gar nicht so schreckhaft. Patient Frank Antonia Manera. Erste Patientenbefragung, 1.11.2010. Alter des Patienten, 36. Geschlecht, männlich. Behandelnder Arzt Dr. Carl Houston. Wir haben ein Problem. Therapiestatus: minimale Aktivität des morphogenen Antriebs und nur bei extremen Leveln Stufe 5 und 6. Der Hormontherapie. Traumphasen kehren immer wieder zu Bildern und Isolation und Verrat zurück. Keine luziden Phasen. Diagnostik. Spirometrie ergab schwere bronchiale Akkumulation, übereinstimmend mit Tabak- und Marihuana-konsumierenden Patienten. Außergewöhnliche niedrige REM-Aktivität. Anmerkung. Zur Zeit dieses Gesprächs lag Franks Gewicht bei 155 LBS. Sein Gewicht bei Aufnahme war 228 LBS. Er war lethargisch und nicht ansprechbar und brachte nur Interesse für das neunte Skriptmuster der Hypnotherapie, Wernicke, auf. Das Trinken von Blut aus der Brust schlafender Männer. Er weigert sich weiterhin zu baden und lehnt, ohne unter dem Einfluss von Anästhesiemitteln zu sein. Baden und lehnt? Das ist irgendwie creepy. Eine Behandlung durch einen Friseur mit den Worten ab. Achso. Wenn ich nicht mitmachen kann, dann kann ich auch nicht teilen. Eine Zwangsernährung für Mr. Manera wird empfohlen. Sollten Sie keine Nahrung finden, die ihm zusagt, sollten Sie keine Nahrung finden, die ihm zusagt. Ach, das ist der Ja. Kannibale. Ja. Manera heißt er. Das nächste. Draußen, okay. Und da muss ich echt sagen, wie soll man darauf kommen? Du musst ein Okay. Fenster aufnehmen. Ich muss ein Fenster aufnehmen. Ja. Come on, buddy, let your body. Was hat er gesagt? Das ist sein Platz. Das ist sein Platz, hat er gesagt. Gasraum. Da muss dann in den Gasraum. Wirst du schon wieder vergast? Kennt man den Raum nicht?
Hast du es jetzt schon wieder gemacht? Das Piepen. Outlast 1 war noch so okay. Den Teil fand ich doch schon ein bisschen gruseliger. Ein bisschen atmosphärischer. Oh, das Licht, es tut so weh. In den Augen. Warum? Er kann Warum nicht kommst du riechen. genau dahin? Weil ich riechen kann. Du stinkst wohl. Nach War hier Schweiß. nicht irgendwas? Nicht, dass ich wüsste. Hier aber. Vor allem, da muss ich dann zurück. I can hear him. Gasraum. Oh, da kann ich das Gas abstellen. Sonst noch irgendwas? Nein. Gasleck erhalten. Gelange zum Funkgerät im Gefängnis. Also Trophäe, Gasleck. Ja, und auch ein Gasleck erhalten. Das Gas hängt immer noch hier. Jetzt muss ich aber aufpassen, weil. Hey, jetzt wieder kommt. Da ist keine Tür. Da ist eine Tür. Mach zu. Danke. Wow. Sicher, dass du eine Hose trägst? Was? Sicher, dass du eine Hose trägst? Hallo. Kapitelende! Ich? Ach du Heilige. Da muss ich hier ein bisschen kappen. Wow! Da muss ich hier ein bisschen schneiden. Ja, gut. Dann bin ich jetzt dran. So, jetzt bin ich mal wieder dran mit Zocken. Juhu. Ja. Und ich habe aus Versehen bei Steuerung Batterie nachgeladen. Ja, aber ich Steuerungstest. war ja eh beim Powerpiepsen Warte, ich dran. muss. Ich kriege was ganz runter, dann bin ich draußen, dann kommt Ding. Ja, und jetzt kommen wir im zweiten Kapitel von 6. Nach einer Au! Dreiviertelstunde. Warte, da müsste es jetzt Ding. genau hier reingehen. Und ganz ehrlich, wie soll man. Da Ist müsste es irgendwas, kommen. glaube ich. Wie soll man darauf kommen? Ei. Nachdem er schreit, wirst du wahrscheinlich schon hochblicken. Hochblicken. Befriedigung! Ja. Yes! Ein Schrei. Ist er der Kannibale? Ist er es, der Kannibale? Okay. Könnte Genuss oder Schmerz sein. Ich will gar nichts wissen. Keine Ahnung, ob er es wüsste. Seine Stimme hört sich an wie etwas, das ich wollte, als ich dem Antrieb zusah. Seine einzige Botschaft ist Hunger. Zu zermalmen und zu konsumieren. Ich werde versuchen, es zu vergessen, Lisa. Wenn ich hier rauskomme, dann komme ich zu dir zurück. Und nein, die Notiz kommt, bevor der Zug rauskommt. Okay. Aber die Frage ist, wohin? Also irgendwo Dahin kann ich seitlich muss konzentriert ein nicht. Gitter sein. Ach, Hallo das Baum. ist sogar ein deutsches. Ja, das habe ich auch gewundert. Also irgendwann, wenn du seitlich ein Gittertor siehst, musst du filmen. Du kannst schon weiter. Ja, habe ich. Was war das? Der Typ, der gerade da über die Rüstung geklettert ist. Echt jetzt? Ja. Wow. Was versuchst du da? Ich versuche etwas, okay? Du kannst mich nicht rausquetschen, das ist meine Arbeit. Ich weiß. Aber hier komme ich schon mal nicht weiter.
Also was ist das? Da läuft was. Nein, da ist nichts. Wie komme ich jetzt weiter? Dann musst du wahrscheinlich ausgehoben werden. Weil von hier komme ich. Na gut, ich halt weiß nicht, was hier weiterkommt. Da rechts. Ey. Okay. Muss es so dunkel sein? Ich höre aber Schritte, muss aufpassen. Ich glaube, ich sterbe gleich wieder. Wahrscheinlich, glaube ich, das ja nicht. Oha! Was war das? Du siehst doch nichts, das ist alles zu hell durch die Lichter. Alter! Was zur Hölle? Was ich gerade sagen wollte, dann ist es wenigstens wieder 1 zu 1 und nicht 0 zu 1. Alter! Geh einfach weiter. Möglichst nicht durch die Piste. Musst du merken, wenn da Viereck steht, dann kannst du die Tür öffnen, ansonsten sind sie Ich versperrt. schnauze. Alter, irgendwie braucht mein Herz doch ein bisschen Da, rechts, besser. rechts, rechts, rechts. Da ist das Tor. Durchschauen. Nach links, na, genau. Das war schon. Das war schon. Okay. Das ist das Spiel. Er spielt allein und verliert. Das ist das Spiel. Es gibt mathematische Beweise, dass wenn du 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 und so weiter für eine Unendlichkeit addierst, dass du eine Antwort bekommen wirst. Wenn du aber kurz Endlichkeit aufhörst, dann hast du eine unbeschreiblich große Zahl. Wenn du bis in Endlichkeit weitergehst, dann kommst du bei minus 1,5 heraus. Negativ 0,0833333333333333 wiederholt. Ich verliere den Verstand. Ich erinnere mich an die Fahrt hier, 400 Meilen in einem Mietlaster. Der Job, der gerade rechtzeitig erscheint, um unsere Rechnung zu zahlen. Unsere Schulden, die Versicherung. Die Jungs schliefen hinten. Nichts als AM Radio. Gospel, Country, Western, paranoides Spätabendprogramm. Wir sangen Betsy Klein Lieder und lachten über die Verschwörungstheorien, über Aliens und Geister. Die Kilometersteine rauschen im Scheinwerferlicht vorbei. Ich will hier nicht sterben. Irgendwie tiefgründiger Blödsinn. Ich mache meine Also wenn Kamera du dann aus. irgendwann mal oben bei einem Turm bist, Wow. der bricht durch, ne? Das weißt du. Ja, ich muss Glaube dann rein, oder? ich. Nee, der bricht nicht durch. Okay. Du musst, glaube ich, da einfach weiter. Hey. Danke schon. Ich glaube, hier ist nichts. Echt? Sag bloß. Toll. Ich glaube, die Rohrkisten kannst du verschieben, oder? Bringt mir aber nichts. Prison Plot? Nein. Doch, stimmt, da könnte vielleicht was sein. Wie schiebe ich noch mal? Dann muss es draufstehen, dass du schieben kannst. Okay. Dann ist da aber nichts. Idee? Zurückrennen? Es hat hier gespeichert, also müsste eigentlich hier was sein. Ja, vielleicht habe ich hier was übersehen. Perfekt. Das war Absicht. Dieser Raum kann natürlich nutzlos sein. Naja, für uns ist es wahrscheinlich nutzlos. Wahrscheinlich für eine Batterie, weil da ein Radio steht. Und wo ist die Batterie? Manche Batterien tauchen nur auf, wenn du wenig Batterien hast. Es hat hier gespeichert, also müsste es eigentlich weitergehen.
Was? Gehen wir zurück. Hat gerade geleckt. Achso, das ist der, der Basketball spielt. Im Fenster. Das habe ich mir auch eben gedacht. Können wir mal Schuhe anziehen, bitte? Das kann doch nicht sein. Da ist eine Leiter. Was? Da oben ist eine Leiter. Geht mir gerade irgendwie dezent auf die Eier. Wenn du zurückgehst, also etwas länger zurückgehst. Was soll es mir das bringen, wenn das Game dort gespeichert hat? Die andere Tür ist offen. Das ist random. Wann ist das nächste Notizdokument-Ding? Wenn du bei einem Turm bist, also hier. Also, Oben. lass uns gleich kommen. Also wenn du von Zäunen umgeben bist, Ja. umringt bist. Wird die Musik gerade gruselig? Ja, wird gruselig. Hey, ich will dich Schau mal unterstoßen. runter, ob deine Batterie hat, weil der hat einen Walkie-Talkie. Ne, hat er nicht. Dann musst du da runter. Sprengen. Nicht fallen. X, oder? Ja. Uah, fick dich doch, du Arschgeige. Wenn du da runterfällst, dann bist du tot, glaube ich. Sag bloß. Fick dich. Kannst du. Genau. Ich bin nicht ganz blind. Nur hin und wieder mal. Ja, aber nicht immer. Batterie. Wow, ist das tief. Es sah so tief aus. Und jetzt bin ich eingesperrt. Ich glaube, du kannst springen. War wahrscheinlich nur für die Batterie der Weg hier. War anscheinend nur für die Batterie. Oder auch nicht. Ja gut, aber das bei dem nicht, weil du da jetzt ja zurückgehst. Oder vielleicht ist da eine Weite da. Stellen Sie meine Aktion nicht in Frage. Hin und wieder muss man das. Aber nicht immer. Where we are. Also müsste hier dann nicht gleich Da irgendwo. oben ist es. Links. Da ist die Notiz. Das da? In dem Häuschen drin. Ach so, also dort hochgehen. Ja. Okay. Wer singt da? Wer spricht da? Hallo, Schaffst du es kommst. jetzt darüber zu springen? Ha? Schaffst du es jetzt mal darüber zu springen? Ich musste anlaufen, denn der war zu blöd. Ich hab mir doch gesprungen. Ach, das sind die beiden Schwanzvergleichtypen. Ah, schön. Warum merkst du dir sowas? Die sind aber nicht böse gesinnt, oder? Doch, natürlich sind sie böse. Toll. Lade auf jeden Fall nicht nach. Jetzt. Hä? Warum hast du die Kamera weggemacht?
Weil ich die Sicht für mich gerade so ein bisschen besser finde. Das sind übrigens die zwei Schwanzvergleichtypen. Schön für dich. Geh links durch die Tür. Hab ich doch vor. Ja, da hingen gerade Hände. Uah. Und da war ein Kopf. Muss aufpassen, der greift dich an. Scheiße. Wo bin ich reingeraten? Genau, da bist du. In dem Häuschen ist die Notiz. Muss andersrum rein. Hallo. Das ist ein Dokument, keine Notiz. Ja, Entschuldigung. Der Wallrider. Warenvorstellung. Von J. Billing, Merkov Corp, US.com, bla bla. Betreff Patient Samuel. Kurt, wir haben wieder einen von. Und diesmal kannst du es nicht als einen Fall von akuter psychopathischer Belastungsreaktion abtun. Ein Wachmann, ganz hinten im Verwaltungsblock, ist der neueste Mitarbeiter, der anfängt. Vernix. Ja? Ich meine, warum während dem Vorlesen? Ich will jetzt nicht danach trinken. Bla bla bla, Vernix Märchen. Märchen. Stelle wirklich Märchen? Finde ich einen Buchstabe? Ich weiß nicht, weil. Vernix Märchen. Da fehlt ein Buchstabe. Oder nicht? Ja. Also, irgendwie ist das Game fehlerhaft, sehr fehlerhaft. Er war nie dem Antrieb direkt ausgesetzt, ist nie unterhalb des ersten Stocks in diesem Gebäude gewesen. Es wäre schon ein unglaublicher Bruch von Protokollen Sicherheit, wenn Ärzte sich in Hörreichweite eines angestellten Wachmannes über Wallrider unterhalten würden. Und es scheint schon sehr unwahrscheinlich, dass er alleine über eine solch obskure und mystische Geschichte gestolpert ist. Soll es nicht Obskurse heißen? Nein, Obskure ist richtig. Okay. Es ähnelt zu sehr dem Fall von Dr. Samuel und den anderen vorhin. Es ist eine Sache, wenn ursprünglich gesundes medizinisches Personal unter dem Bann der Wahnvorstellung ihrer Patienten fallen. Aber es ist etwas anderes, wenn diese über die Luft übertragen werden. Wir müssen persönlich miteinander sprechen. Billings. Das hat nicht mehr in der anderen Seite hingepasst. Irgendwie unnötig. Die hätten es doch noch. Nein, das war jetzt die deutsche Übersetzung. Das passt nicht mal rein. Das nächste ist beim Vater Martin. Hi, wir sehen den Vater wieder. Und wir haben noch 6 Minuten. Wo denn jetzt? Zurück. Toll. Da lang, geradeaus. Okay. Shut up. Kann, dass ich abhauen muss. Was? Dass ich hier nicht lang sollte jetzt. Das wäre auch für eine Batterie gewesen. Jetzt mach die Kamera wieder an. Schon wieder ein unnötiger Raum. Nein, das wäre für eine Kamera gewesen. Für eine neue Kamera. Für Batterien. Ne, 4K-Kamera. Ja, weil immer wenn ein technisches Gerät, zum Beispiel ein Walkie-Talkie. Er hast du schon mal gesagt Radio bei so, Outlast Uno. Billy hat verstanden. Sie waren immer hier. Das war random. War das der Wallrider? Schau mal, da liegt's rein.
Lieber nicht. Ah ja, der Warrior ist übrigens wieder da. Ja. Der chillt da irgendwo. Ich glaube, du sollst von der Tür weggehen. Okay. Warum sind sie überall Telefone? Dass wir den Menschenfresser jetzt Köln? Besiegt haben. Besiegt? Warum der besiegt? Der dürfte jetzt nicht mehr auftauchen. Warum? Weil er nur in dem einen Block da war. Okay. Die Nachtsicht brauchst du nicht immer. Weil ich hab's gerade gemerkt. Das ist, wo du brauchst. Das ja. Ja, schön. Links. Ja. Schau mal nach rechts. Ich kann nicht Kamera schwenken. Du Arschgeige! Ey, Arschgeige, das brauche ich doch. Au! Ach ja, jetzt kommt Chris Barker. Shit. Tut mir gefallen und verrecke. Was ich aber auch in Outlast 1 nicht kapiert habe. Warum machen nicht einfach die Kamera kaputt? Warum sollten sie? Also ich klaue die Kamera, weil wenn die Kamera dabei ist, werden wir denken, ich filme alles. Uah. Hi Chris. Guck dich. Er kommt rein. Du bist im Licht. Fertig. Hi. Hi Chris. Mach Nachtsicht aus. Ich mag die Nachtsicht aber. Weil es batterieverschwenderisch ist. Mach die Tür zu. Was war das jetzt? Da auf Sicherheit. Und er geht weg. Holy sh- ey, ich bin nicht gestorben. Oh. Hi. Ich glaube, die Position von ihm war sehr gemütlich. Auf. Da ist übrigens. Don't be afraid of doing his work. Das ist Vater Martin? Ja. Der schreibt gerade down the train. Oder down the drain. Drain. Runter. Danach. Jemand, der so wie ein Priester aussieht, wie dieser Ort im Inneren aus ähnelt. Jemand, der so wie. Schreibt Anweisungen an die Wand, redet über Gott, sagt mir, ich solle keine Angst haben. Wie konnte ich nur bei diesem beschissenen, inhumanen, giergetriebenen Moral-Genozid mitmachen? Die Monster, die Murkoff erschafft, der Umfang, mit dem ihre Stiefel leckenden Geschäftswürmer es verteidigen, ihre eigenen Leute abgeschlachtet. Ich habe noch nie in meinem Leben gebetet. Lisa, aber sollte ein engstirniger Gott mitmischen wollen, dann soll er Jeremy Blair töten, bevor ich sterbe. Vernunft und Habgier, es gibt keine Qualen, die er nicht verdient. Es gibt kein Funkgerät, keine Hoffnung, die Außenwelt zu erreichen. Nur entkommen. Wer ist Jeremy Blair? Jeremy Blair ist der, der wurde ich gerade angegriffen hat. Vor Chris. Okay. Der wurde das Funkgerät kaputt. Ich würde sagen, dann beenden wir jetzt den Part hier. Vor Vater Martinez. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja.